Zuschauer, herzlich willkommen bei Was bin ich? Unsere Kollegin Karin, die uns immer so nett hilft. Kennen Sie schon? Dann nach längerer Pause Marianne Koch. Guten Abend. Vielleicht können wir einen Moment bei der Marianne bleiben, auf die Gefahr hin, dass ein Zulu-Neger zuschaut. Die Kette, die sie trägt, hat nämlich eine besondere Bedeutung. Das ist ein Geschenk, das Zulu-Männer mit einer sehr deutlichen Aufforderung an Zulu-Damen überreichen. So ungefähr hat sowas man, muss... Hat man mir erzählt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls war die Wirkung doch schon einigermaßen verblüffend. Ich hab das einem Zulu-Mädchen abgekauft und habe es dann selber umgemacht. Und es hat also ein ungeheures Gelächter gegeben bei den Männern. Ich habe eine Bekannte gehabt, die hat eine hübsche, emaillierte Brosche gehabt mit arabischen Schriftzeichen drauf. Die hat sich stolz als Schmuck getragen, bis ihr jemand gesagt hat, dass das die Zulassung als öffentliche Straßenmädchen in Kairo ist. Ein gewisses Risiko ein, wenn man sowas trägt. Eben, ja. Dann weiter zum Hans, der keinerlei anstößige Dinge dieser Art an sich hat. Grüß Gott. Auch Annette, nichts dergleichen? Aber nie. Und schon gar nicht unser Schweizer Kollege Guido Baumann. Grüß Gott. Und dann darf ich gleich unseren ersten Gast bitten. Das ist Frau Lili Ruschitzka. Aus Wien. Selbstständig, ja. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Dann welches von den zwei dann hätten Sie? Der erste, bitte. Rosé. Dankeschön. Und wenn Sie so nett wären und würden eine Handbewegung machen, nicht so rätselisch, aber ja. Dann geht es an beim Guido, bitte. Frau Ruschitzka, könnte man sagen, dass Ihre Tätigkeit eine Dienstleistung ist? Ja. Ist es eine Dienstleistung an Menschen? Ja. Also es gibt Menschen, die zu Ihnen kommen, ja, um diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. Ja. Sind das Männer, die zu Ihnen kommen? Ja. Ja. Gehen diese Männer bereichert, mit einem guten Rat versehen, nach Hause? Nein. Es kommen auch Damen zu Ihnen. Ja. Damit wird die Sache schon harmloser, ne? Ja, ich nehme überhaupt nur Harmloses an. Alles gut. Berühren Sie diese Menschen, die zu Ihnen kommen? Nein. Ist das, was diese Leute von Ihnen wissen wollen, etwas, was sie im gesellschaftlichen Leben weiterbringt? Könnte man ja sagen. Ne? Ja. Kann man es mit dem Schlagwort Pietät und Takt verbinden? Ist auch dabei, ja. Lernen also die Leute bei Ihnen gutes Benehmen? Nein. Nur durch Zusehen, würde ich sagen. Es wurde vorhin bei dem Bereichert so ein bisschen gelacht im Publikum. Könnte das etwas damit zu tun haben, dass Sie mit Dingen umgehen, die normalerweise viel Geld kosten? Nein. Also kann es sein, dass Sie den Männern und den Damen, die zu Ihnen kommen, einen guten Rat geben? Ist es möglich, dass sich Männer und Damen bei Ihnen kennenlernen können? Nein. Ja, die können sich kennenlernen. Könnte man das umschreiben mit einer Eheanbahnung?
Das hatten wir gehofft, dass es so weitergeht, ne? Lehren Sie etwas? Nein. Ich bin ja, ja. Hat es etwas mit der körperlichen Ertüchtigung zu tun? Nein. Hat es etwas mit dem Geschmack zu tun? Nein. Aber könnte man das als Schule bezeichnen? Zum Beispiel eine Mannequin-Schule? Nein. Ich fürchte, wir sind festgefahren. Wir hoffen es. Das ist das, was uns unterscheidet von euch. Aber in der Diagnose stimmen wir überein. Ja. Es bleibt mir nämlich da sehr wenig, weil eine neue Bahn zu beschreiten hat bei der 10. Frage gar keinen Sinn. Und man kann sagen, sind Sie Trapezkünstlerin, also dass man weitergeht. Das kann man natürlich schon. Kommen die Leute zu Ihnen? Ja. Und bezahlen dafür Honorar? Ja. Und werden vielleicht gesünder? Nein. Nein, die kommen eigentlich ganz gesund hin. Nein, es ist... Nein, das ist eine ganz besonders hübsche Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie es außerhalb Wien auch noch gibt. Gibt. Frontschika ist das, was man eine Bretschdame nennt. Und Herzdame und Karo-Dame kennt jeder, aber Bretschdame ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, man könnte sagen, sie organisieren... Ja, ich organisiere Bridgepartien. In clubartiger Form Bridgepartien. Öffentliche Bridgepartien. Das spielt sich ab in einem Stadtcafé. In einem Café, nicht? Und es kann an sich jeder Mitglied dieses Clubs werden. Er kann bei ihr auch ein bisschen lernen. Er wird also zweifellos... Und wenn ein Vierter fehlt in der Partie, dann spiele ich. Dann spielen Sie mit ein. Ja. Und Sie helfen auch ein bisschen in der Hand. Nun ist Bridge ja ein Spiel, das ähnlich wie Golf, dem der Ruch anhaftet, ein bisschen den oberen 10.000 vorgehalten. Ja, es sind auch lauter, sagen wir, was man so sagt, Intellektuelle. So, der Ruf stört Sie nicht. Nein, der Ruf stört Sie nicht. Und Bridge ist auch ein sehr intelligentes Spiel. Es gibt ja auch, glaube ich, Weltmeisterschaften. Ja, es gibt Länder und Weltmeisterschaften. Welche Länder sind denn im Bridge führend? Also wer in Eishockey zum Beispiel nicht führend ist? Momentan geführt Italien. Italien. Ja. Aber Österreich hat immer eine gute Rolle. Österreich war lange Jahre führend im Bridge. Nun ist also ein Schweinchen auch ein Glückssymbol, das von Bridge-Spielern akzeptiert werden könnte. Oh ja. Und voll geworden ist es auch noch. Danke und dann darf ich Ihnen noch, würde ich Ihnen geben, wenn ich Sie da hätte, eine Olympia-Medaille. Ich habe aber auch noch eine versteckt hier. Der Nachschub wird gleich kommen, eine Sekunde. Wünschen Sie eine Medaille? Danke vielmals. Bitte sehr. Dankeschön. Die Karten aufgelegt. Ja. Wenn ich die Karten am Tisch lege, wenn ich aufdecke. Danke. Gut, vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Machen Sie noch ein Kreuzerl, bei Angestellt, ja. Ja. Grüß Sie, Abend. Schön, nehmen Sie Platz. Und gewesen. So, jetzt darf ich Sie erst einmal vorstellen. Dann welche Säule hätten Sie denn gern? Das glaube ich. Und die Handbewegung, glaube ich, müssen wir noch machen. Ja. Wunderbar. Dann geht es weiter beim Hans. Herr Nünlist, sind Sie Schweizer? Ja. Haben Sie einen für die Schweiz typischen Beruf? Nein. Entschuldigen Sie, ich war jetzt also einen Moment abgelenkt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Sie sagt ja, Schweizer, ja. Typischen Beruf für die Schweiz, nein. Nein, gut, also. Ist das eine Art von Handwerk, die Sie betreiben? Ja. Stellen Sie dabei etwas her? Ja. Etwas, was sich jeder Mensch kaufen kann? Nein.
machen Sie eine besondere Ausbildung. Ja. Könnte man das als Lehre bezeichnen? Ja. Und Sie arbeiten mit verschiedenen Menschen zusammen? Nein. Sie stellen vielleicht etwas her, was nur bestimmte Menschen oder Menschengruppen gebrauchen können? Ja, das könnte man sagen. Hat das irgendetwas mit den Errungenschaften des 20. Jahrhunderts zu tun? Nein. Sie haben also einen Spezialservice für besonders begünstigte Personen. Da müssten wir jetzt eigentlich Nein sagen, ne? Da müsste Nein sagen. Da müsste Nein sagen, ja. Diese Fragestellung entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Ist das, was Sie herstellen, bereits das fertige Endprodukt? Ja. Gut, nein. Ja, wir müssen gelegentlich flüstern, also. Wenn ich die Frage vom Hans weiterspinnen darf, Sie würden mir aber diesen Dienst erfüllen oder dieses Produkt, was Sie herstellen, verkaufen, wenn ich zu Ihnen kommen würde? Herstellen könnte sein, ja. Könnte sein, ja. Bin ich dann ausgezeichnet mit einer Art Diplom? So würde ich das eigentlich nicht nennen, ne? Vielleicht falsch, aber ich wittere ein bisschen was Negatives. Bei unseren Gästen gibt es nichts Negatives. Nein, nein, um Gottes Willen nicht der Herr Nüllist, sondern vielleicht sein Kundenkreis hat entweder Pech gehabt oder ist sonst irgendwie benachteiligt. Kann das sein? Ja. Ja. Sind die Sachen, die Sie herstellen, aus einem besonderen Material? Ja. Könnte das Metall sein? Nein. Ich dachte an Handschellen. Ja, an ein eisernes Abführmittel, ne? So hat sie. Freuen sich die Leute dann wenigstens, wenn sie schon sonst nicht begünstigt sind, wenn sie zu Ihnen kommen dürfen? Nein. Wenn Sie sich nicht freuen, liegt das daran vielleicht, dass Sie sich gar nicht mehr freuen können. Mit anderen Worten, stellen Sie so etwas wie Särge her. Nein, das geht einen Schritt zu weit. Das ist einen Schritt zu weit. Nein, ich stelle mir gerade vor, unter welchen Bedingungen gerade der Guido nämlich Ihre Dienste in Anspruch nehmen könnte, weil er ja also lange Zeit in Zürich gewohnt hat und es vielleicht nur einem glücklichen Zufall zu verdanken ist, dass er nicht mit Herrn Nünlist in Berührung gekommen ist. Der Herr Nünlist ist nämlich Arrestantenfotograf. Und wenn also in Zürich jemand eingeliefert wird, dann wird er zunächst mal von Ihnen fotografiert. Und wie sich das abspielt, das hat nämlich schon besondere Eigenheiten. Das schauen wir uns vielleicht einmal an. Das ist nicht eine einfache Porträtstudie. Da sehen wir auch dann gleich die Handbewegung. Das ist nicht, da wird der Kopf zurechtgesetzt. Das gibt insgesamt immer drei Aufnahmen. Drei, ja. Eine von... von der Seite. Eine bestimmte Seite. Er sieht nach rechts. Er sieht nach rechts. Dann eine von vorn, ne? Von vorn. Und dann die dritte. Das ist die erste Aufnahme. Jetzt wird er gedreht. Das ist von vorn. Da wird alles wieder gerichtet. Denn es dient ja unter Umständen mal später für einen Steckbrief, ne? Ja, für eine Golf, für eine Verhandlung. Und das ist die dritte Aufnahme. Das ist so eine Halbschräg. Ja. Gibt es eigentlich Kunden, wenn ich das so sagen darf, die sich von Ihnen nachher einen Abzug der Aufnahmen erbitten? Das kommt sehr oft vor. Tatsächlich? Ja, ja. Aber... Sie bekommen keine. Sie bekommen keine. Das geht, das ist ja Amtsmaterial, das Sie hier verwenden. Ne?
Sie haben, glaube ich, auch ein solches Bild dabei. So schaut es dann in Wirklichkeit aus, wenn ich das einmal hier zeigen darf. War das ein Schwerverbrecher? Nein, das ist ein Kameramann des Schweizer Fernsehens. Ach so. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Fernsehen auf jeden Fall einmal vorsorglich für künftige Steckbriefzwecke fotografiert werden sollte. Das wäre vielleicht schon gut. Ja, also das für die Schweiz, bitte haben Sie gesagt, bei uns sagt X und über Österreich wollen wir lieber nicht reden, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht. So, ja, dann bleibt mir nur übrig, Ihnen ein volles Schweinchen mitzugeben und die Olympia-Medaille, die sich inzwischen wieder eingefunden haben. Herzlichen Glückwunsch. Und Sie würden den Guido gern aufnehmen, aber... Ohne weiteres. Privat, sozusagen. Ja, ja. Kann ohne weiteres. Beruflich wollen wir nicht hoffen, ne? Nein. Gut, also bitte schön, Herr Nidlitten. Obacht, vorsichtig. Da in Deutschland Kinderehen jetzt zulässig sind, handelt es sich hier nicht um Fräulein, sondern um Frau Hildegard Seitz. Guten Abend, Herr Linke. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke. Darf ich Sie erst auch mal vorstellen? So, dann welches von den Schweinern hätten Sie denn gern? Das Kleinste. Das Kleinste. Das ist angeborene Bescheidenheit, oder? Vielleicht. Es geht weiter, glaube ich, beim Guido, ne? Darf ich die Handbewegung noch machen? Ah ja, die Handbewegung müssen wir noch machen. Darf ich aus dieser Handbewegung ersehen, dass Sie einen hausfraulichen Beruf ausüben? Nein. Wir hatten gehofft, dass das so nach Teig umrühren ausschaut. Ja, rührend war's. Bitte? Rührend war's. Ja, das hatten wir gehofft. Aber Sie, wir fanden das rührend. Ja, eben. Sie bringen eine irgendwie geartete Masse oder Flüssigkeit durcheinander. Nein. Nein, was Sie durcheinander bringen, ist keine Flüssigkeit. Ihren Beruf mussten Sie erlernen. Nein. Das Nein ist mir ein bisschen zu hart. Ich habe ihn freiwillig, also ich bin freiwillig. Ja, ja, gut, aber das Nein bezieht sich jetzt nicht auf mussten, aber lernen muss man das. Man wird angelernt. Also ja. Vorsicht. Also lernen so grob verneinen würde ich nicht sagen. Wir haben schon viel preisgegeben. Also es ist kein Beruf, ich habe recht, wenn ich annehme, dass es kein Beruf ist, der eine besondere schulische Ausbildung verlangt. Da hat er bis zu einem bestimmten Punkt recht. Ne? Bis zu einem bestimmten, also eine berufliche... Vorsicht, ja. Ist es ein Beruf, der eine gewisse sportliche Tätigkeit voraussetzt? Nein. Sind Sie auch teurer geworden? Nein. Aber Sie stellen etwas her. Nein. Unter diesen Umständen war es nicht schwer, nicht teurer zu werden. Haben Sie einfach, oder ist es notwendig, für einen Beruf eine Begabung zu haben? Ja. Kann das sein, dass diese Begabung in die Nähe oder vielleicht sogar direkt ins Künstlerische kommt? Nein. Kommt Sie bei Ihrem Beruf mit Menschen in Verbindung? Ja. Ist es ein Beruf, den Sie unter Dach und Fach ausüben? Nein. Werden irgendwelche pädagogischen Fähigkeiten von Ihnen verlangt? Nein. Das muss man oft sagen dürfen. Aber Sie sehen so gesund aus, ich kann mir nicht helfen, dass es doch irgendwas mit Sport zu tun hat, was Sie tun. Nein. Wahrscheinlich tut sie das Vernünftigste, was man tun kann, nämlich nichts. Aber das ist hier noch nicht zugelassen. Vor allem wird schlecht bezahlt. Sie hat es eben. Eine Begabung, auch nicht künstlerisch. Ist es eine
physische Begabung, die Sie haben. Weil irgendein Sinn oder eine physische Eigenschaft bei Ihnen besonders ausgewickelt, entwickelt ist. Ich glaube, da könnte man ja sagen. Denn ja. Ja, ja. Ist einer Ihrer Sinne besonders entwickelt? Herr Lempke, ich glaube, da muss ich mich an Sie wenden. Wie kann man das formulieren? Besonders entwickelt könnten wir noch verneinen. Freilich, das, was freilich. Bei ihr besonders entwickelt ist, ist kein Sinn. Nicht? Ich glaube, das könnten wir verneinen. Es ist nicht besonders entwickelt. Sie muss alle ihre fünf Sinne... Das war gut, bitte? Höchste Zeit, denn sonst hätte ich es gehabt. Ja, bitte. Die 5 Mark lege ich dann noch drauf. Sie muss alle ihre 5 Sinne beisammen haben, denn diese junge Dame ist ein Schiffsjunge. Und sie ist beinahe, hätte ich gesagt, auf natürliche Weise zu ihrem Beruf gekommen. Sie hat als junges Mädchen an einem Flusse geboren, eine Flaschenpost aufgegeben. Diese Flaschenpost fiel einem Mann in die Hände, dem später sie in die Hände fiel. Dem ist sie jetzt verheiratet, der besitzt ein Schiff und hat gesagt, ich meine, der hat sich freiwillig des Vorteils begeben, die Schiffseigentümer sonst haben, dass die also rumfahren und die Frau ist zu Hause. Er nimmt sie mit, nicht? Und wir schauen und hat uns gesagt, damit sie also auch was tut, hat er sie richtig angelernt als Schiffsjunge und das kann weitergehen. Also sie wollen nicht das Kapitänsexamen machen, aber es gibt eine Prüfung, die heißt wie? Schiffsführer. Schiffsführerprüfung. Ja. Und das ist also schon eine richtige Prüfung. Insofern kann man nicht sagen, dass man gar nichts lernen muss. Man ist darin befähigt, auf bestimmten Gebieten also zu fahren, wo man jetzt zum Beispiel... eine bestimmte Fahrzeit erreichen muss und gewisse Fähigkeiten dazu haben muss. Um das, Sie sind eine sogenannte Binnenschifferin. Ja, ja. Wir wollen uns also mal, Kahn darf man ja nicht sagen, gell? Motorschiff. Motorschiff. Wir wollen jetzt mal das Motorschiff, auf dem Sie tätig sind, anschauen. Wie heißt es denn? Heinz Wilhelm. Heinz Wilhelm, hat das mit dem Familiennamen was zu tun? Das sind zwei Brüder und danach wurde das Schiff benannt. Aha. Das ist schon lange in der Familie, dieses Schiff. Ne? Ja. Also Schwiegervater zuerst und dann jetzt. Ja. Betreibt ist der Mann. Und welche Strecke befahren Sie denn hauptsächlich? Die Weser, Kanal, Rhein, also alles, wo... Aber Sie fahren ja auch bis den Main hinauf, gell? Den Main hinauf, also überall, wo Wasser ist, kann man sagen. Das war ja heuer genug. Und also eine gewisse Kraft und Geschicklichkeit gehört schon dazu. Ja, die Ladung muss festgezurrt werden. Ja, ja. Außerdem hat dieser arme Schiffsjunge ja in diesem Fall als Ehefrau auch noch den ganzen Haushalt zu tun. Ja. Ne? Aber das ist zum Beispiel Ladung festbinden. Ne? Da werden die Planen befestigt, damit die vom Wind dann nicht wegfliegen. Und in der Zwischenzeit führt der Herr Gemahl das Steuer. Ja. Anstreichen muss man auch. Also sämtliche Arbeiten, die auf dem Schiff anfallen. Jack London, glaube ich, hat gesagt, dass Matrosen im Grunde genommen seefahrende Anstreicher sind. Ne? Da schauen Sie in weite Ferne. Ja, da kommt gerade ein Seedampfer vorbei. Ah, jetzt kommt also ein Moment, das dürfen Sie also schon, aber in Begleitung von ihm, ne? In der Aufsicht. Teilweise ja und teilweise auch selbstständig. Das machen Sie gerne, gell? Ja, sehr gerne sogar. Ja. Nun ist aber das nicht die Handbewegung. Die sehen wir aber in diesem Film, glaube ich, nicht. Die müssen wir nachher erklären. So einen würden Sie sich noch nicht trauen, gell? Nein. So einen dicken. Nein, ich glaube, wir sollten jetzt mal diese Handbewegung schnell erklären. Die Handbewegung bedeutet also mehr Gas geben. Nicht? Beim Schiff gibt man so Gas, gell? Wie bei der Trambahn, nicht? Und nicht mit dem Fuß. Hier passiert irgendwas, gell? Hier wird gleich was Furchtbares passieren. Wahrscheinlich gehen wir alle in die Luft. Aber nur eine Lampe, die ausgefallen ist. Eine Frage, die nicht unberechtigt ist, wie ist es eigentlich mit der Schwimmerei? Können Sie schwimmen?
Etwas, aber nicht sehr gut. Ist doch komisch, dass also so viele Leute, die also, ich mag also Matrosen nicht sagen, Binnenschiffer nennen sich ja nicht Matrosen. Ne? Ja, Matrosen, das ist Schiffsführer, Matrosen, das ja, unterteilt die, sich dann da jeweils. Aber können relativ viel nicht schwimmen, gell? Naja, man das sagt das nicht gern. Ist erstaunlich. Ja, ne? Ja. Aber es ist so. Ja, ich hoffe, dass Sie also es nie nötig haben zu schwimmen. Dass Sie gute Fahrt, darf man wünschen. Ne? Gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, habe ich wieder was gelernt. Darf ich Ihnen ein volles Schwein mitgeben? Das wird auch dem Schiff doch Platz haben. Ne? Ja. Wie viel Wohnraum ist denn da drauf? Eine komplette Wohnung. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und ein kleiner Flur, den wir zur Verfügung haben. Und haben Sie außer der Familie noch weitere Mannschaft drauf? Zurzeit haben wir noch einen Matrosen an Bord. Der kommt auch da noch unter? Ja, er unterstützt mich wesentlich. Aha, das ist also, das würde ich auch tun. Beneidenswerter Matrose, darf ich Ihnen die Olympiamedaille mitgeben und jede Handbreit Wasser unter dem Bug wünschen, die die Schiffer ja brauchen. Ja, danke. Alles gut. Dankeschön. Alles gut. Wiedersehen. So, der Umsatz steigt beträchtlich. Alles dicht? Guido auch fertig? Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Sagen bitte kein Wort, schweigen wie das Grab, nicken nur mit dem Kopf oder schütteln ihn. Es geht weiter beim Hans, glaube ich. Unser Ehrengast ist ein Mann. Sind Sie ein bekannter Sportler? Nein, würde ich sagen. Für Politiker gibt es, glaube ich, keinen solchen Beifall. Sind Sie ein Künstler? Ja. Ein Künstler der Bühne? Ja. Der deutschsprachigen Bühne? Ja. Würden Sie sagen, dass die Sprache, also die sprachliche Darbietung, Ihre Hauptbeschäftigung ist? Nein. Hauptbeschäftigung würde ich sagen, nein. Sind Sie hier bekannt geworden als Sänger? Ja. Singen Sie, sind Sie ein Opernsänger? Nein. Leichte Muse also? Ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch viele Platten? Ja. Ja, so komisch ist es auch wieder nicht. Sind Sie also nicht an einer festen Bühne engagiert, sondern an verschiedenen Bühnen tätig? Ja. Aber schon auch außer heute im Fernsehen zu bewundern. Bitte, wir haben das nicht genau verstanden. Außer heute auch sonst im Fernsehen zu bewundern. Ja. Und wie mir am Beifall gemessen erschien, ein Juwel der Unterhaltungsbranche. So ist es. Singen Sie mit tiefer Stimme? Ja. Mit mittlerer Stimme? Ja. Also darf ich das Wort Bariton in die Debatte werfen? Ja. Debatte ist gut. Wieso? Wurden Sachen eigens für Sie geschrieben? Ja. Könnte es sein, dass mich unser Schiffsjunge von vorhin auf Ihre Spur setzt? Ja. Hm? Haben Sie schon öfters Sehnsucht und Heimweh und so Sachen? Ja. Ich habe nicht verstanden. Ja. 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 Haben Sie einen seltenen Buchstaben als ersten Ihres Nachnamens?
wir stehen auf dem Standpunkt, der ist nicht selten, ne? Wir stehen auf dem Standpunkt, der ist nicht selten. Aha. Nein, wir können nicht ehrlich sagen, wir müssen sagen, ja. Ja, ich wollte ein bisschen nach Quinn fragen. Genau, das ist er, ja. Ich wollte gerade im Interesse der hübschen klassischen Platten, die also heißt, und Vivaldi auch noch. Telemann und alles wirklich, habe ich für ihn ausgesucht, wollte ich also gerade Quinn zu einem hundsordinären Buchstaben befördern, aber das geht also doch nicht. Direkt anschwindeln dürfen wir die nicht. Dabei hatte ich die meiste Angst vor Frau Koch, denn wir haben uns neulich erst am Flugplatz getroffen. Ja, aber soweit ist es nicht gekommen. Nein, bei Annette kommt das nicht vor, weil sie Annette fliegt nicht, weil sie behauptet, dass Flugzeuge überhaupt nicht fliegen können, da sie schwerer sind als Luft. Das ist auch nicht davon abzubringen, während ich kaum einen Flugplatz betreten kann, ohne dass ich der Marianne Koch dann meistens aber beim Aussteigen aus der Maschine. Ja, ich hatte auch einen Freund, der war böse auf jeden, der nach vorne zum Cockpit oder nach rückwärts zur Galley ging, weil er dachte, das Flugzeug würde dadurch das Übergewicht bekommen und kippen müssen. Verstehe Ihr Leiden. Sie behauptet überhaupt, dass das nicht fliegt. Das ist, Leichtmetall lässt es sich auch nicht einreden. Sagt, lass mal ein Stück Leichtmetall fallen. Sind ja Düsen, dann sagt sie, sind ja noch schwerer. Sie ist fest überzeugt, dass das Ding gar nicht fliegen kann und deshalb steigt sie gar nicht ein. Tja, wenn das Flugzeug nicht geflogen wäre, dann hätte ich heute leider nicht hier sein können. Ja, dann sind wir gestern Abend noch in Hamburg auf der Bühne gestanden. An sich ist es üblich, dass wir unsere Gäste hier um eine kleine Kurzbiografie bitten. Auch eine Kurzbiografie. Freddie Quinn wäre, ich würde sagen, mehr als eine abendfüllende Sendung. Wenn ich den Reinecker kenne, würde der einen mindestens 15-teiligen Krimi draus machen, von Durbridge ganz zu schweigen. Das ist ja wirklich eine ungeheure Laufbahn. Wenn Sie nun dieses so junge, aber doch schon so reiche Leben mal kurz fassen würden. Herzlichen Was würden Dank, Sie als Herr die wichtigsten Stationen? Jung. Ja, es gibt 4 Schwerpunkte in meinem Leben. Der Abgang von der Schule, das soll bitte kein Vorbild für die junge Generation sein, aber ich habe den Fehler und für mich vielleicht heute das Glück begangen, dass ich von der Schule kurz vorm Abitur weglief. Ich bin auch leider zu einer Zeit zur Schule gegangen, wo Physik und Chemie nicht so wichtig war wie Knochen und Buntmetall sammeln. Und ein Wanderzirkus war der Grund und es ist keine Legende und es ist auch kein Image, keine Image-Erzählung oder Pflege. Ich bin mit diesem Wanderzirkus weggelaufen und es war ein winzig kleiner Zirkus. Schade, dass die Zeit nicht ausreicht. Ich habe dort meine ersten Kontakte zum, ich darf im weitläufigen Sinne, Showbusiness sagen, denn unser Ziel war es, Menschen Freude zu bereiten mit Unterhaltung. Und es ist mir gelungen und ich bin ein Romantiker und wie Sie wissen, Herr Lempke, Romantik ist etwas Individuelles. Was für den einen romantisch ist, ist für den anderen kitschig. Für mich war es Romantik, von Ort zu Ort mit einem wunderkleinen, winzig kleinen, wunderschönen Wanderzirkus zu ziehen. 19 Meter Chapiteau. Chapiteau heißt in der Zirkusfachsprache das Zelt. Und es war damals, ich wurde eigentlich als Musiker engagiert, und zwar als Saxophonist. Nur ich hatte ein Manko, ich konnte nicht Saxophon spielen. Und das habe, das habe ich mir dann mühsam im Keller des Hauses beigebracht. Ich konnte 3 Stücke, und ich kann sie heute noch, es war der Sternbannermarsch, Stars and Stripes Forever. Das war wichtig, denn ein Marsch im Zirkus ist ganz wichtig. Und dann ein langsamer Walzer und die berühmten, damals so berühmten Capri-Fischer. Und der Direktor dieses Unternehmens, der fragte weniger, wie gut können Sie Noten lesen, aber der guckte mich an und sagte, okay, engagiert. Was das bedeuten sollte, erfuhr ich erst viel später, denn ich war das einzige Nicht-Familienmitglied in diesem Unternehmen. Ich war also ein Fremder. Und ich hatte die Aufgabe, wie jeder Lehrling damals, ich musste all das tun, was die Familie nicht gerne tat. Und das ist mir eigentlich sehr gut bekommen, denn diese Station hat mir den Grundstein und den
die Kraft gegeben, das zu verdauen, was man heute Erfolg nennt. Und ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, 14 Jahre im Showbusiness in einer sehr harten Branche, die ja freiwillig ist. Das heißt, es ist niemand gezwungen, eine harte D-Mark an die Kasse eines Theaters, eines Kinos oder in das Geschäft eines Schallplattenladens zu bringen. Also jeder, der mich hören, sehen oder erleben will, tut es ja freiwillig. Bis vielleicht den, jetzt den ein paar Zuschauer im Fernsehen. Aber ich musste die ganze grobe Arbeit leisten, das Zelt ab- und aufbauen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich musste die Pflöcke, die Anker einschlagen. Schon ist es fertig. Ja. Gut, wir sind zu lang. Gut, eine Station, Zirkus, das war der Grundstein. Die zweite, ich war der Vorläufer vielleicht aller Gammler. Ich hatte damals nur nicht die Mode. Ja, meine Damen und Herren, bitte Sie lachen, aber es gab die Mode der langen Haare noch nicht, sonst hätte ich sie ganz bestimmt damals schon getragen und gehabt. Übrigens sind das meine eigenen, wirklich, es ist kein, ich habe sie wieder etwas gekürzt für die Rolle der Junge von St. Pauli, die ich gerade spiele. Ich bin nämlich getrennt und zwar von Tunis nach Casablanca. Ich habe vieles erlebt auf diesen Fremdfahrten. Ich war in Sidi Belabès, habe die Fremdenlegionäre erlebt, habe für sie gespielt, habe wirklich empfunden und gespürt, was Heimweh bedeutet. Denn wenn ich mich erinnere an diejenigen, die von dem harten Indochina-Krieg zurückgekommen sind, ausgemergelt und traurig und ein verpatztes und verpfuschtes Leben, und wenn ich für die Leute gespielt habe und denen die Tränen in den Augen standen, dann wusste ich damals, dass ich eine gute Sache getan habe. Ich habe ihnen geholfen, ein bisschen das zu vergessen. Es war die Station 2 und dann kam eine Station, die man St. Pauli nennt. Ich habe in einer winzig kleinen Kneipe, ich glaube, der Ausdruck Kneipe ist noch viel zu viel oder viel zu gut für dieses Etablissement. Es war die berüchtigte, berühmte und beliebte Washington Bar, in der ich spielte, und ich bin sehr stolz darauf, dass es mir gelungen ist, unbeschadet aus diesem Milieu von der Washington Bar heute 300 Meter weiter eine Flagge zu sehen, 7 Meter lang, 1,50 Meter breit, und da steht Freddy, der Junge von St. Pauli. Und das waren die Hauptstationen, und jetzt kommt eine ganz besonders wichtige Station, liebe Annette, für Sie, weil Sie vorhin den Schiffsjungen bzw. das Schiffsmädchen so gut aussehende ansprachen. Ich, auch das ist kein Image-Gerücht, das ist wahr. Ich bin zur See gefahren. Ich habe allerdings in der Seefahrt die Romantik und das Abenteuer gesucht und gefunden. Es half mir zwar nicht viel damals, dass ich Gitarre spielen konnte, denn ich musste genauso die Tampen spleißen, ich musste genau dieselbe Arbeit verrichten, die jeder andere Leichtmatrose damals auch zu tun hatte. Aber ich habe dadurch die Welt gesehen und ich habe gelernt, dass nichts älter ist als ein Erfolg von gestern und dass diese wunderschönen Teppiche da sind, um darauf zu verweilen und nicht mit dem Flugzeug in den Himmel zu fliegen. Hoffentlich war das nicht zu lange. Nein, das war nicht zu lange. Wir Journalisten haben so einen ähnlichen Satz, der heißt, der Rahmen von heute ist der Käse von morgen. aus diesem ganzen reichen Leben ist also eine große Bandbreite übrig geblieben. Und der Freddy hat sich auch nie in irgendein Korsett zwängen lassen. Er singt ein Shanty genauso wie den Orlowski. Ja, das stimmt. Oder sogar den Obolski und niemand anderer als Liebermann, der im Musikleben doch etwas bedeutet, hat, das weiß ich nun wiederum, erklärt, dass Freddy der beste Obolski war, den er gehört hat aus dem Feuerwerk. Ja, das war eine Lübecker Aufführung. Eine Lübecker Aufführung, und ich glaube sagen zu dürfen, es war der Höhepunkt meiner künstlerischen Karriere, denn es ist das erste Stück gewesen, in dem ich mitwirken durfte, welches nicht für mich geschrieben wurde. Es gibt viele Vergleichsmöglichkeiten, es gibt auch viele Obolskis, und der Obolski ist ja von, laut Bestätigung von Herrn Burkhardt, der auch dieser Aufführung beiwohnte, nicht die absolute Hauptrolle, sondern es ist die Iduna, die dieses wunderschöne Lied singt, Oh mein Papa. Und ich habe mich behauptet, und ich bin sehr glücklich darüber, und jetzt möchte ich Sie, Herr Lemke, wirklich nicht länger mit meinem kleinen Problem belästigen. Ich bin richtig verlegen geworden, dass Sie das gesagt haben, denn ein Lob. Nein, das glaube ich, sollte man ruhig mal sagen. Er selber kann es auch nicht sagen. Er ist auch so, dass er wirklich
sich selber auf den Arm nehmen kann. Das kann ich ihm sofort beweisen, indem ich ihn also bitte schnell seinen Seeblick oder seinen Meeresblick aufzusetzen. Nein, es gibt jetzt ein Volksstück, ich spiele das jeden Abend, ja, in Hamburg, im altehrwürdigen, 129 Jahre alten St. Pauli-Theater. Und ich bin sehr stolz, dass es mir gelungen ist, beizutragen, dass dieses Theater nicht umfunktioniert wurde zu einem Supermarkt oder zu einer Garage oder zu einem Eros-Theater auf der Reeperbahn. Und in diesem Stück nehme ich mich selbst, den Freddy, ein bisschen auf die Schippe. Es gibt einen Dialog. Mein Name ist in diesem Stück Manfred Lehmkuhl und meine Partnerin heißt Natalie Wirsing. Und sie sagt, ach, Herr Lehmkuhl, warum sind denn die Menschen so schlecht? Ich möchte Ihnen zurufen, seid nett zueinander. Sag ich, na, das habe ich doch schon mal gehört. Ach, die einen sind glücklich, weil sie alleine sind oder unglücklich. Die anderen sind glücklich, weil sie verheiratet sind. Ich sage, das kann mir nicht passieren. Ich habe den Freuden dieses irdischen Lebens endgültig entsagt. Meine Heimat ist das weite Meer. Das ist das, was ich dem Meeresblick nenne. Aber ich glaube, wir hören uns jetzt das Lied aus dem Jungen von St. Pauli an. Ja? Das Titellied von Junge Titellied von St. Pauli. Titellied aus dem Jungen von St. Pauli. St. Pauli, der hat die Welt gesehen, in jedem fernen Hafen wollte er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück, doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Wir spielten schon als Kinder Kapitän und Steuermann. Die Elbe bei St. Pauli war unser Ozean. In Altona am Fischmarkt, tja, da kannten wir uns aus. Aber dann mit 16 Jahren fuhr ich aufs große Meer hinaus. Der Junge von St. Pauli, der hat die Welt gesehen, in jedem fernen Hafen wollte er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück, doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Ich kannte mal ein Mädchen, wir liebten uns so sehr. Ich glaubte, dass das Mädchen für mich mein Schicksal wär. Doch sie hat mich verlassen, sie war zu lang allein. Die Seefahrt und die Treue können selten Freunde sein. Der Junge von St. Pauli, der hat die Welt gesehen. In jedem fernen Hafen wollte er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück. Doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Nach St. Pauli zurück. Thank you.
ich glaube, ich kann Sie jetzt nicht weglassen. Schauen Sie, was da los ist. Jetzt habe ich eine kleine Überraschung. Karin kommt auch mal her. Wir haben ja auch, Karin waits for me. Heimtücke, ja, wir sind auch Heimtücke. Wir haben hier was mitgebracht. Es gibt keine Ausreden. Und jetzt hätten wir gern nicht das, was man immer hört, wenn man Platten kauft, wenn man den Radio auftritt, sondern einen, fast hätte ich gesagt, Freddy privat. Das, was Sie zu Hause Ihren Freunden vorsingen würden. Gerne, Herr Lemke. Geht das? Also. Erst mal sehen, ob das Ding gestimmt ist hier. Darf es auch ein Lied einer Reise sein, Völlig eines Eindrucks eines fernen Landes? Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Hija mía. Ay, 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 ay. Wir verabschieden uns gleich zusammen. Jawohl. Ich darf noch die Olympiamedaille überreichen. Vielen herzlichen Dank. Oh. Toi, toi, toi. Auch im Namen aller unserer Schulschüler, die so hart gekämpft und gearbeitet hat, dem bleibt das Glück auch treu. Wir wünschen es wirklich von Herzen. Herzlichen Dank, Herr Lemke. Ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat und dass wir Sie wiedersehen bei unserem nächsten Was bin ich? Guten Abend.